Es ist Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und damit wie immer herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews. Heute gibt es ein kleines spezielles Video für euch, was ich auch schon in einem der Livestreams angekündigt habe. Und es ist eigentlich viel zu lange überfällig, denn ihr seht schon, die Schnegge ist am Start, falls ihr euch erinnern könnt. Das war ein Fanpost-Geschenk vom guten Olkfried. Diese Schnegge ist nach meinem Design gemacht und er hat daraus einen richtig coolen 3D-Druck gemacht, richtig cool mit Paintjob versehen. Da hatte ich, glaube ich, auch ein kleines Video zu gemacht und das, wenn ich das Video gemacht haben sollte, ich habe es nämlich schon wieder fast vergessen, verlinke ich euch das natürlich auch hier nochmal rechts oben. Und ja, der gute Olkfried hatte immer noch was anderes noch im Kopf und wollte nochmal was Passendes für diese Schnegge gestalten. Und das hat er vor einigen Monaten mittlerweile auch gemacht. Und lieber Olkfried, es tut mir auch wirklich sehr, sehr leid, dass ich bis jetzt noch nicht großartig drauf reagiert habe. Ich sage jetzt schon mal hier in aller Öffentlichkeit ein riesen Dankeschön für das geniale, tolle Stück, was du mir für meine Schnegge hier noch gemacht hast. Und das habe ich ja versprochen, möchte ich auch heute euch Zuschauern da draußen zeigen. Obligatorisch ist jetzt hier noch die kleine Verpackung dahinter. Ich habe nämlich tatsächlich den Karton natürlich schon lange nicht mehr, in dem das gute Stück kam. Aber ihr seht mal ungefähr, wie das Ganze dann noch eingepackt war. Olkfried hat das alles ordentlich gemacht. Und da drin bin so gesehen ich stecke da drin. Ne? Also das kleine Minime-Schnegge als Figur. Es gibt eine richtige offizielle Figur von mir. Und die ist so cool geworden, muss ich sagen. Wie gesagt, ich wollte sie euch einfach mal zeigen. Aber mal kurz ausgeholt. Ich hatte mit Olkfried auf unserem Discord-Server so ein bisschen geredet. Und er hatte schon, wie gesagt, diese Idee länger und hatte dann auch angefangen, das Ganze so ein bisschen digital schon zu sculpten und hatte dann halt so seine Ideen. Und die ersten beiden Render kamen dann rein und das sah irgendwie schon alles super lustig und super cool aus. Ja, und er hatte auch mit verschiedenen Posen schon irgendwie dann experimentiert und gemacht und getan und es hat dann wirklich irgendwann Form angenommen und am Ende hatte er sich wirklich so viel Mühe gegeben, dass er sogar noch richtige Decals bestellt hat mit dem Schnegge-Logo drauf, damit das Ganze natürlich auch sehr original aussieht. Und ja, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, denn die gute Schnegge hier, die muss jetzt mal kurz beiseite, denn jetzt kommt mal das passende Gegenstück dazu. Jetzt kommt meine kleine Actionfigur oder meine kleine Figur, die mittlerweile sehr, sehr lange jetzt schon in meinem Hot Toys Regal zusammen mit der Schnegge steht. Und zwar der kleine Kerl hier, da bin ich. Da stehe ich tatsächlich selber auf dem Review-Bereich und grinse euch leicht an. Und ich bin so unglaublich begeistert von dieser kleinen 12 cm großen Figur. Also Olkfried hat da wirklich einen richtig geilen Job gemacht, hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und ich muss auch hier nochmal Props raushauen, was seine Bemaltechniken anbelangt. Sein Paintjob ist wirklich sehr cool geworden, ganz ehrlich. Egal, was er selber davon sagt, aber ich finde, sein Paintjob ist wirklich echt cool und ich sehe so cool aus. Also es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das ist etwas, was auf ewig in meinem Herzen bleiben wird, was auf ewig in meiner Sammlung bleiben wird. Ne, diese Wertschätzung von Olkfried generell, aber auch von euch Zuschauern natürlich da draußen für solche kleinen Projekte. Es ist einfach der Wahnsinn. Aber ich will ihn euch einfach mal zeigen. Ne, wie gesagt, die Schnegge war schon wirklich ein Riesen-Highlight meiner Ansicht nach. Ich finde die immer noch super cool. Ne, er hatte mir da auch mal ein paar Ränder noch geschickt. Die gab es sogar, geplant war sie sogar erstmal sogar komplett in Schwarz, so wie das Logo. Aber das hier basiert auf einem meiner Zeichnungen, die ich selber gemacht habe, wo ich auf meiner Schnegge reite. Und ja, daraus basiert die Schnegge oder darauf basiert die Schnegge. Und diese Version, die ihr jetzt kennt hier oder seht hier von mir, basiert, soweit ich das sehe, auch so ein bisschen auf einer meiner Zeichnungen, wo ich da ganz chillig stehe und dann halt die Hände in der Hoodie habe. Ich glaube, aus den Dragon Ball Zeiten tatsächlich ist diese Zeichnung noch. Und das bin ich. Ne? Guckt euch das an, wie cool er das gemacht hat. Richtig hier schön mit meiner Schiebermütze. Mein Bart ist mittlerweile natürlich ein bisschen grauer geworden. Ein leichtes Grinsen auf dem Backen und schaut euch echt mal an, wie gut er das Ganze bemalt hat. Es ist einfach cool. Das Einzige, was fehlt, ist jetzt noch eine Brille. Ne? Das hat er natürlich jetzt so irgendwie nicht hingekriegt. Ist auch völlig okay. Ich hatte erst gedacht, von dem Marvel Legends Stan Lee die Brille zu klauen. Aber die ist ja leider fest an der Figur, habe ich festgestellt. Das heißt, ich kann die Brille da nicht raufpacken, obwohl die von der Größe her wahrscheinlich gepasst hätte. Aber
Aber auch so ist es natürlich sehr, sehr genial gemacht. Und wie gesagt, schaut euch vorne an, das Decal hier mit meinem Logo drauf, das sieht einfach so cool aus, muss ich sagen. Na, schön mit meinem roten Hoodie. Ich gehe mal ein bisschen auf die Rückseite für euch. Da könnt ihr auch sehen, dass hier die Kapuze so ein bisschen nach hinten weggeht und alles. Na, die Art und Weise, wie er hier die Falten gesculptet hat und alles, das sieht so cool aus. Also ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich mit, muss ich sagen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen runter. Da könnt ihr nämlich auch mal sehen, wie schön er auch hier so meine Jeanshose gemacht hat. Schön geweathert. Diese ganzen Falten und alles hat er da reingemacht. Das sieht so cool aus. Also Olbfried, nach wie vor ist das ein so tolles Piece. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr happy damit. Die Schuhe sind auch ganz cool. Solche Schuhe besitze ich tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich, glaube ich, auch nie. Aber ich finde, die passen perfekt zu dieser Figur. In dem Schwarz-Weiß, glaube ich, Chucks oder sowas. Ne? Auch da hat er sich wirklich die Mühe gegeben, per Hand hier so die Schnürsenkel nochmal ganz fein raufzuziehen. Das ist echt sehr, sehr genial. Und dann stehe ich halt auf dieser kleinen, schönen Display-Base. Also man kann es nicht abmachen. Ne? Das ist halt ein Sculpting hier. Ne? Also ein richtig cooler 3D-Druck von mir, muss ich sagen. Der mir wirklich so viel Spaß bereitet. Das ist unglaublich, wie cool das ist. Ja, und ich muss da immer wieder hingucken. Ich muss immer wieder grinsen. Und es ist echt sehr, sehr cool geworden. Ich muss auch dazu sagen, falls einige fragen, denn es gab da auch im Stream schon eine Frage. Nein, dieses gute Stück ist ein Einzelstück. Gibt es nirgends zu kaufen. Nein, diese Figur von mir, die gibt es nur einmalig bisher auf der Welt. Na, da kann nur der Olbfried was regeln. Und soweit ich weiß, hatte er mal gesagt, wenn er irgendwann mal die Zeit findet, würde er noch andere Versionen versuchen zu drucken mit anderen Posen, die er gemacht hat von mir. Ja, so ist es auch schon wirklich sehr, sehr cool. Eine super coole, simple, kleine Figur von mir und ich bin damit wirklich sehr, sehr glücklich. Und die musste ich euch einfach mal zeigen, weil ich finde, sowas muss gewertschätzt werden. Wenn ein Zuschauer die Skills, seine 3D-Skills rausholt und das Ganze hier gestaltet, zusammen, wie gesagt, die Schnecke war schon ultra cool. Also die Schnecke liebe ich ja auch echt. Ne? Da hat er wirklich mein Design wirklich perfekt umgesetzt. Ne? Und das finde ich einfach super cool. Und hier jetzt mich so zu sehen, es ist einfach sehr, sehr genial. Also von mir, Olbfried, meinen größten Respekt. Ich finde das sehr cool. Danke, danke, danke. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr Zuschauer davon haltet. Gerade wie gesagt, schaut euch das an. Ich gehe noch mal vor euch ein bisschen näher rein ins Gesicht. Da könnt ihr noch mal ein bisschen gucken, wie er das Ganze bemalt hat. Das ist einfach, na, es ist einfach cool. Selbst die Mütze, dadurch, dass es ja so ein 3D-Druck ist, hat die so eine coole Struktur. Ich weiß nicht, ob er sie sogar... Hast du sie geweathert? Ist da noch ein bisschen Farbe rübergekommen? Das sieht nämlich wirklich fast so aus, wenn ich ehrlich bin. Sie hat so ein bisschen Struktur, so wie meine Originalmütze tatsächlich, die im Laufe der Jahre auch echt ausgeblichen ist. Na, aber schaut euch das einfach mal an. Ich finde es mega cool. Mehr kann ich euch natürlich zu dieser kleinen Figur nicht mehr zeigen, weil es gibt nichts mehr weiter dran zu zeigen. Ich wollte sie euch einfach mal zeigen, denn sie ist es einfach wert. Das ist ein weiterer schöner Beweis, was ich hier für eine unglaublich coole, tolle Community auf meinem kleinen YouTube-Kanal habe. Na, wenn es jetzt hier schon kleine Figuren von mir gibt, das hätte ich mir nie erträumen lassen. Aber mit der heutigen Technik ist natürlich so einiges möglich. Und somit gibt es jetzt auch einen kleinen, schönen Dark Schnecke für seine Schnecke, für das gute Hot Toys Regal. Und wie ich es euch ja gesagt habe, diese beiden Figuren werden auf ewig in meinem Herzen sein. Er stand sogar eine Zeit lang im Flur bei mir hier im Haus. Ne, da haben die Leute auch schon drauf geguckt und finden es einfach cool. Also Olbfried, auch meine Family und Freunde finden diese Figur einfach genial. Ne, und haben die sich auch auf jeden Fall mehrfach angeguckt und sind sehr happy gewesen, als sie das gesehen haben. Ne? Ja, Leute, ansonsten, vielleicht habt ihr ja eine Idee, was da vielleicht noch in Sachen Brille machbar ist. Ne? Vielleicht kann man da ja noch irgendwo mal von irgendeiner Figur irgendwas stibitzen und zurechtschnibbeln, dass ich mir da vielleicht noch eine kleine Brille auf die Nase setze oder sowas. Ich glaube, das wäre jetzt noch so ein kleines Mega-Highlight irgendwie. Da müssen nicht mal Gläser drin sein, einfach nur vielleicht mit einem schwarzen Rahmen oder sowas. Das wäre noch cool. Na, dann könnte man sie noch ein wenig ergänzen als Accessory. Ja, aber auch so, wie gesagt, sehr, 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 sehr cool. Und ich komme aus dem Schwärmen nach wie vor nicht raus, auch wenn sie jetzt schon seit ein paar Monaten bei mir steht. Das ist einfach so was Schönes, so was Tolles, so eine geniale Wertschätzung von euch. Also nochmal riesen, riesen Dankeschön an Olbfried. Und ja, ich hoffe, dass du ja mit solchen Sachen noch weitermachst und dass du auch anderen Leuten vielleicht damit eine kleine Freude machst. Was ihr davon haltet, möchte ich jetzt gerne mal wissen.
Was haltet ihr von generell beiden Figuren? Ich denke mal, die Schnecke hat mittlerweile jeder auf dem Kanal gesehen. Aber was haltet ihr von mir, von meiner kleinen Figur? Hat er das gut gemacht? Ja, hat er. Ich würde sagen, eure Meinungen und Kommentare gerne, gerne unten in die Kommentarfunktion rein. Gebt dem Olkfried auf jeden Fall seine recht verdienten Däumchen nach oben. Mehr als das hat er nicht verdient. Er hat noch viel mehr verdient. Na, also Däumchen nach oben für Olkfried, seine Arbeit. Und ich würde sagen, Leute, ansonsten sehen wir uns wie immer, ihr kennt das Spiel, im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denne dann und reingehauen. Dankeschön an Olkfried für diese zwei unglaublich coolen kleinen Figuren.